Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, meine Freunde. Und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Nein, verkackt. Mirage natürlich. Ich liebe Valhalla, deswegen, ich will immer Valhalla sagen. Und heute habe ich es verkackt. Aber ich lasse es drinne. Ich mache jetzt nicht nochmal diese paar Sekunden Aufnahme. Wenn ich halt zu dusselig bin, dann bin ich es halt. Was soll ich machen? Ich verstecke das nicht. So, kann ich den hier noch holen? Also der ist ja so in der Nähe. Eigentlich wollte ich ja zum Bruderschaftshaus, damit wir mal... Ne, aber... Vielleicht, wer weiß? Berggebiet? Ja, hier drin auf jeden Fall. Gut, nein, dann nicht. Hallo? Du bist unerwünscht. Das weiß ich, ihr auch. Halt die Fresse, Alter. Machst du Stress oder so? Geh weg. Soll ich dir was sagen? Schneller! Schneller! So, schnell weg. Jetzt hört mal auf zu heulen, passiert doch gar nichts. Mein Gott, alles solche Lappen hier ist doch nicht nochmal normal. Da. Muss ich hin in die Richtung? Gut. Ich habe keinen Punkt dazu bekommen. Kein Suchdingsbums. Ah, okay. Münzen und Dolche. Ah, oh, falscher Knopf. Ich brauche deine Hilfe, nach Sadiki. Oben. Ja, dann mach mal. Hier in diese Richtung. Warte, ich lass einfach hier. So, der findet das schon irgendwann. Okay, alles klärchen. So, hier ist noch einer zum Mopsen. Nein, der ist weit weg. Da latschen wir jetzt nett hin. Wir wollen nur nach da. Können wir hier irgendwo rein? Das scheint ein wenig versteckt zu sein, hä? Okay, hier ist so ein Taubenschlag. Ah ja. Natürlich. Und hopp. Ah ja, den hatte ich noch nicht entdeckt. Was kriegst du denn hier so rum? Ja. Mach das schön sauber. Ah, da oben. Guten Tag, was ist denn hier los? Eine rätselhafte Nachricht, verborgener. Wenn du die Zeit dafür hast, auf die Straße wird eine wahre Feil geboten, von der du wissen solltest. Sie ist als Geheimgewürz bekannt und Gerüchten zufolge sind Leute fast bereit, für nur ein Prübchen davon zu töten. Niemand weiß so wirklich, woher es kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass du es herausfinden wirst. Vielleicht finden sich beim Gewürzstand auf dem großen Bazar Antworten. Aha. Ja, da gucken wir bei Zeit mal. Oh, Roscher. Komm zu mir. Du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung. Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen. Also, wir sind doch nicht als Feinde hier. Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an, die Dairatul Mal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer mitzuhalten?
Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Alles klärchen, mein Bärchen. So, so. Vergleichen Sie Ihre goldenen Löffel. Auf Deutsch gesagt, Sie machen Schwanzvergleich durch mit Reichen. Okay. So, nein. Da will ich nicht hoch. Leute, zu wohin gehen? Forscher? Ah, warte mal. Hallo. Können noch was freischalten. Sei gegrüßt. Jo. Habt ihr neue Werkzeuge für mich? Sei mein Gast. So. Zwei Freitsche, also haben wir dann alles. Gut. Yep. War's das? Schon. Können wir verbessern? Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen. Sieh dich um. Nein, mir fehlen immer noch diese blöden Zahnräder. Die geht ja gar nicht. Na gut, egal. Dann ist das so. Sonst noch was? No. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Auf bald. Eben Musa? Ist der in jedem Laden drinne? Wie schnell ist der denn? Okay, du. Rivka, hast du kurz Zeit? Ich habe ein paar Fragen. Leg los. Was weißt du sonst über die Dairat al-Mal? Das ist eine besondere Veranstaltung, bei der die Reichen ihr Vermögen zur Schau stellen können. Gibt es solche Veranstaltungen hier häufig? Wenn man den örtlichen Händlern Glauben schenken darf, dann einmal im Jahr. Aber die Wohlhabenden finden sicher genug andere Anlässe zum Feiern. Was noch? Was hast du über El-Karch erfahren? Ich möchte eine unvoreingenommene Meinung. Nichts, das ich nicht schon kenne. Bestechlichkeit, Armut. Aber der Souk ist voller Leben. Die Gewürze, die Materialien und die Werkzeuge. So vieles, an dem ich mich versuchen könnte. Denkst du bereits über eine Pause nach? Ach, sei unbesorgt. Ich weiß doch, worum es geht. Was noch? Eine Frage noch. Du weißt ein bisschen was über mich und meine Herkunft. Was ist mit dir, Rivka? Seit wann interessierst du dich für mein Leben? Na, wir sind doch auf derselben Seite. Es schadet nicht mehr, über seine Mitstreiter zu wissen. Tja, ich bin nicht von hier. So viel sei gesagt. Meine Eltern wären bei einem Ereignis wie der großen Auktion nicht fehl am Platze. Deine Familie ist wohlhabend? Beschämenderweise ja. Als Kind hatte ich keine Freude an der ganzen Pracht, den Gewändern und den Manieren. Es hat mich erdrückt. All das änderte sich, als ich eines Tages vor unsere Tore trat und die Welt so sah, wie sie wirklich ist. Danach gab es kein Zurück mehr. Was noch? Nix mehr. Du quasselst. Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka. Gut. Raus zu Roscha. Was haben wir denn hier? Ich brauche unbedingt Zahnräder. Ganze Menge. Ein satirischer Dichter. Das ist sowieso Belohnung. Wenn ich noch mehr schaffe, kriege ich da noch mal zwei dazu. Okay. Wisst ihr was? Wir machen einfach mal. Töte ihn. Mit Feuer töten. Feuer? Hab ich Feuer? Ja, wir nehmen es an. So. Wir machen es jetzt zwar nicht, aber wir nehmen es erstmal an. So. Erzähl mal, was geht ab? Meisterin. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Ich bin immer bereit. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht.
aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute. Und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. Ja, fällt ja auch gar nicht auf, wenn man so in dieser Montur die ganze Zeit rumrennt und jeder weiß, dass das die Verborgenen sind. Okay. Achso, ich dachte, wir sind fertig. Los, renn mal ein bisschen. Zeig mal, was du drauf hast. Ja. Oh. Wie weit ist es denn noch? Komm, wir sind fast da. Dankeschön. Jetzt hätte sie mich gehört. Hörst du nicht mal blinken, bevor du abbiegst? Woher soll ich das denn wissen, Mensch? Guck mal, da ist... Zu spät. Wollte ich dich gerade bemopsen. Willkommen in El-Kar. Oh, guten Tag. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. Ja. So, der Souk. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. So, erstmal gehen wir mopsen. Moment, ich hab da oben was gesehen. So. Und jetzt mopsen gehen. Ah, da steht schon wieder Wachen. Wenn ich das verkacke, habe ich sie gleich wieder am Hals. Hui. So. Da 72 und das Darwisch ist. Verdammt! Ja, wurdest du. Von wem nur? Das ist ja grausam. Moment mal. Frieden, Zadik. Jo. Willkommen. Also, 10% herab. Was hast du da? Bitte, sieh dich um. Aber laber mich nicht die ganze Zeit voll, Alter. Musst du etwas flicken? Nein. Aber ich könnte... Sehr nützliches Alter. Werkzeug. Das ist zu viel. Flickzeug für deine Ausrüstung. Händlerverkleidung aus dem fernen Osten. Nee, lass mal. Kann ich sonst noch behilflich sein? Ja, hab das nächste Mal günstigere Preise. Ja, ich weiß, könnte ich runtersetzen, aber... Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Tschüss.
So, ich wollte Darwish. Mit dem wollte ich. So, jetzt bin ich wieder auf dem Bazar. Was rede ich denn mit dem? Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Ist es so. Was gibt es heute bei dir? Hier gibt es viel zu stöbern. Alles dieselbe Kacke. Verkaufen. Ah, guck mal, ich kann Sachen verkaufen. Ja, das ist doch auch gut, oder? Hier. Dann. Die sollten einem niemals ausgehen. Könnte ich doch, oder? Warte mal, so 45? Was kosten die? Na. 50 kosten was? 250, komm. Dann nehmen wir alle. Machen wir den Typen blank. So, komm. Ein gutes Geschäft. Ja. Musst du etwas ausbessern? Nein. War's das? Ja, das war's. Tschüss. Ich gehe dann mal. Gute Reise. Okay, er will ja bestimmt, dass ich Darwish besuchen gehe, oder? Dann lass uns mal gucken, wo der Vogel ist. So, einmal hier hin. So. Historische Städte. Hier ist der Bazar. Moment hier mal. Ich... Ah. Da tut sich was Neues auf. Was für ein Vogel? Ein alter Freund. So. Wer ist das? Ja, wäre ich da mal gleich reingehuscht, oder? Dann ist das doch nicht Darwish. 130. So. Dann wollen wir doch mal schauen, wer das ist. Ach, das ist der Gewürzhändler. Oder? Nee, Teehändler war das, glaube ich. Lüge! Du hast meine Kiste. Ja, ja. Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nische Shuya? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. Ja, machen wir sofort. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, hm? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ah, genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher, nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, ja, natürlich. Okay. Alles klärchen, meine Freunde. Das war's dann für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
mit großem Fragezeichen. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und wenn es euch gefallen hat, wäre ich sehr, sehr erfreut, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei wärt. Einen Daumen nach oben gebt oder sogar ein Abo dalasst. Ist aber keine Pflicht. Die einzige Pflicht ist, dass ihr einen schönen Tag habt, euch wohlfühlt und macht's gut.